Und damit herzlich willkommen wieder zurück. Wir schauen uns heute die VBT 2018 Quali von Blacktro an. Den kenne ich in allererster Linie durchs BLB, eigentlich nur durchs BLB, wo er durchgehend gute Leistungen geliefert hat und auch immer am meisten rausgestochen ist neben MG bei hinterm Handschuhfach links. Ja, du kennst den gar nicht, aber lass dich einfach mal überraschen. Der ist eigentlich ganz nett. Mal schauen, was er so als VBT-Quali gemacht hat. Also ich kenne dafür MG. Du kennst MG, der hat auch sowas ähnliches wie eine VBT-Quali gemacht. Die können wir uns auch mal angucken. Also das ist ein, ich weiß nicht, ob wir uns die, schauen wir mal gleich. Das ist eigentlich ein normaler Song, wo er einfach VBT-Quali-Fragezeichen dahinter geschrieben hat. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt eine offizielle Qualifikation ist, aber wir gucken mal gleich. Also erstmal Blacktro. Los geht's. Jawohl, eins nach dem anderen. Ich hab noch nie ein VBT verfolgt. Black to bitch, ich krieg Rap. Meine Weste ist noch weiß, doch meine Seele schwarz wie Ebenholz. Deutscher Rap ist nicht mehr cool, ich ändere die Geschichte. Ich komm in dein Haus und esse von deinem Teller wie Schneewittchen. Bitches wollen mein Dick, ich step ans Mike und Triple Cruise und zerfetze das Turnier fast im Vorbeilaufen wie Schuhe. Während ich durch MCs durchgehe wie ein Messer, durch ein Kürbis rap ich so wie 90% aller Rapper gerne würden. Die meisten MCs bekommen gar nichts auf die Kette, denn sie kommen mit ihrem Scheißen, ist ein Kaschkei auf das Battle. Ich zerlege Gruß im Möbel, guck, deine Frau ist höflich, weil ich einen riesen Zepter hab, genauso wie ein König. Hätte ich keine Maske auf, dann hätte ich einen Undercut. Nach dem Battle tragen Rapper rein, weiße Hansaplast. Du willst ein Feature, ich sag no fucking way. Du bist dope wie ein Stein, ich bin dope wie Arubay. Okay, ich glaube, das war der erste Part. Also ich muss zuerst mal sagen, den Beat finde ich richtig geil. Das hat so ein bisschen 80s-Style. Ich weiß nicht, ob du auch sowas magst, aber ich mag sowas auf jeden Fall ziemlich gerne. Textlich, ich weiß nicht, ob sich da jetzt noch was ändert, wenn er ein bisschen Gegnerbezug hat. Also im BLB hat er definitiv bessere Parts gebracht. Das hier war mir jetzt ein bisschen zu viel Ficken und dies, das, also ein bisschen klischeehaft. Aber grundsätzlich vom Flow her geil, der Beat geil, also von der Atmosphäre her auch ziemlich cool. Nur textlich geht da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, aber da weiß ich ja von Blacktro, dass er da auf jeden Fall auch bessere Sachen kann als das. Hast du noch irgendwas sagen? Ja, weiß ich jetzt nicht, aber klingt auf jeden Fall so schon mal vom Text abgesehen on point. Ja, das auf jeden Fall. Gut, gucken wir mal den Rest. Noch nie ein VBT verfolgt. Black to bitch, ich krieg Crap. 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 Black to bitch, ich guck. Ich hab noch nie ein VBT verfolgt. Black to bitch, ich krieg Crap. 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 Okay, also der zweite Part war eigentlich nur zweimal die Hook, die jetzt nicht besonders gut war. Also zumindest nicht besonders einfallsreich vom Text her, genauso wie der ganze Rest. Und das Instrumental, aber wie gesagt, das Instrumental finde ich cool. Ja, wie gesagt, also textlich geht da auf jeden Fall noch mehr.
Ich bin auch mal gespannt, wie Plektro jetzt so solo mit seiner Angriffsfläche klarkommt, weil er hat schon relativ viel. Also nicht nur, dass er eine Maske trägt, er ist auch noch kräftig. Von daher, ich versuche mich da human auszudrücken, okay? Roman. Ja, von daher bin ich mal gespannt, was er da Ja. so bringt. Auf jeden Fall fickt er Rap und hat noch nie ein VBT verfolgt. Mal gucken, ob sich das jetzt ändert. Vielleicht verfolgt er ja zumindest sein VBT. Das würde irgendwie durchaus Sinn geben, Sinn ergeben. Ne, nachher macht er irgendwie 12 Runden gegen Jennings. Der weiß doch gar nicht, Und wer denkt dann, Jennix ist. Scheiße, ich habe im Finale verloren. Aber blöd. Ist aber auch Kacke, ey. Das gegen Jennix. Wie kann das denn sein? Nach 11 Siegen. Ja, aber er kennt ja auch Jennix gar nicht theoretisch, wenn er noch nie ein VBT verfolgt hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, von daher. Also für 11 Runden Gegnerbezug. Aber in der 12. weiß er nichts mehr. Und darum verliert er im Finale. Das wäre echt bitter, wenn er so weit gekommen ist gegen Jennix, aber. Nur gegen Jennings, ey. Nur gegen Jennix. Das muss Ich weiß doch nicht. man machen. Ich weiß doch nicht, wie wir gerade da drauf Und jedes Mal wird die Jury beschissener. kommen. Ja, also ich fand ja den Flow ganz gut und er hat auch eine Maske getragen. Und deswegen finde ich den eigentlich besser, weil die Lines treffen ja nicht, weil er hat ja eine Maske Ja, aber auf. Jennings? Ja, aber Jennings, aber jetzt ist halt Finale, ne? Und darum trifft das jetzt nicht mehr. Da hätte er schon eine bessere Leistung bringen müssen gegen Jennings. Ja, weil die Line mit Jennings. dem. Jennings gewinnen. Weil die Line mit dem Lispeln, die hat er schon mal gebracht gegen Jennings. Das finde ich nicht gut. Das war in seiner Vorrunde 2. Das geht nicht. Ja, und noch einmal im 16. Oh Mann, ey. Ja, okay. Das war also Plektro. Dann sind War wir. unterhaltsam, wenn auch nicht das Video. War unterhaltsam, wenn auch nicht unbedingt sein Video. Ja, das ist wohl wahr. Gut. Nur gegen Janice, ey. Und damit herzlich willkommen. Wir gucken uns jetzt mal eine etwas unbekanntere VBT-Qualifikation an. Der unsichtbare Schatten. Whoever that is, ich habe absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Gut. Dann schauen wir einfach mal rein. Über den kann ich jetzt natürlich auch nicht viel erzählen. Von daher lassen wir uns einfach mal von der Quali berieseln und schauen dann mal. Ja, man sieht es, ne? Oder man sieht es nicht. Ein guter. Ich bin der unsichtbare Schatten, ihr seid hunderte von Spasten, in Fesseln gelegt von den Ängsten vor dem Unbekannten. Meine Welt ist nicht staatlich, aber ihr seid leider echt so scheiße. Hab keine Ahnung, wer ihr seid, aber ne Facebook-Seite. Jetzt gibt es Drive-Bys aus Raumspalten, niedrigfrequente Existenzen sollten ihr Maul halten. Wenn ich einer Flow transzendieren, ruhiger Host, du chillst in deiner Hut, ich in der vierten Dimension. Ich tränke Zepter, Sandschuhe in Acid, guck zu, wie er sich selbst trifft und checkt, dass er wack ist. Ich bin unbettelbar, wenn man ein Mensch ist. VBT ist vergänglich, doch Wackness unendlich. Mein Dasein ist von Pi geleitet, ich suffig weak, scheiße, bis Wack MCs am Seil hängen. Du hast ne tolle Mische, 4K-Videos und guten Flow, aber wer unbewusst lebt, ist ein Hurensohn. Also jetzt mal ganz im Ernst, der ist gut. Ja, schon. Der ist, also den Beat finde ich echt geil. Der hat einen guten Flow. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass er die Stimme verstellt hat. Aber Naja. das muss doch irgendeiner sein, der schon mal, also der ist doch, what the fuck? Ja, vielleicht irgendwie irgendwo anders schon mal bekannt geworden, aber. Also der hört sich nicht so an, als ob er das erste Mal in seinem Leben gerappt hätte. Beziehungsweise, wenn, dann ist es ein verdammt guter Underground-MC, weil der trifft den Takt echt gut auf dem Beat. Ja, aber ich denke mal nicht, dass das jetzt wieder sowas ist wie Baum oder Geist. Wand meine ich, nicht Baum.
Ja, stimmt, das gab es ja auch. Also, es gibt es ja öfter, oder gab es ja schon öfter. Oder Tamu hat ja auch mal teilgenommen als das. Hauptmann gemacht. Da so. Da so, stimmt, er hat mal als Joe, aber das war schon ziemlich offensichtlich. Gut. Trotzdem. Tamu hat mal teilgenommen als das Bierchen. Aber keine Ahnung, also Tamu Flash. Ja, ich weiß. Also. Der ist ja auch nicht recht weit gekommen dann immer. Das stimmt. Aber der Typ hier, der ist gar nicht mal schlecht. Also, mal gespannt. Den Kanal gibt es auch Ja. erst seit dem 8.3. Also, das scheint. Also, ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist der Typ schon mal irgendwo durch Bekannte gewesen. Oder ist es halt, wie gesagt, einfach nur ein guter Underground-MC. Aber von dem verspreche ich mir ein bisschen was. Also, das sind immer diese Leute. Die kennt am Anfang keiner, aber die haben tatsächlich Potenzial, dass sie relativ weit kommen können. Ich mag das Image nicht so mit dieser verstellten Stimme. Wie gesagt, die normale Stimme wäre mit Sicherheit cooler gekommen, aber man muss ja irgendwie seine Identität verschleiern. Ja, aber das war doch irgendwie mit dem Aufstieg bei Frank Hemd, 80 Punches, war doch auch so. Wie meinst du? Ja, im VBT einmal mitgemacht und auf einmal Boom. Ach so, ja klar. Ja, vielleicht ist das ja irgendein RBA-MC, vielleicht kann nur sein. Ja, gut. Willst du noch irgendwas sagen zu der Quali sonst, oder? Nein, nein, ich fand's nur schade, dass er so unsichtbar war. Ja, man hat ihn nicht gesehen im Video, also das gefällt mir auch nicht. Beim Und nächsten. die Belichtung, viel zu viel Schatten. Viel zu viel Schatten, viel zu wenig Licht und ich finde Herzensregen. auch. Das Video hätte ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Ja, Ne? das Also, stimmt. ja. Bisschen zu wenig Wenn das wieder Kamera-Locations. so ein, ja, wenn das nicht wieder so eine Spaßteilnahme ist. Ansonsten gut. Mach weiter so, Junge. Alles klar.